Rein formal sind Exception-Klassen ganz einfach definiert. Erstens eine Klasse namens Exception in Package Java Lang. Zweitens alle Klassen, die unmittelbar von Klasse Exception abgeleitet sind, beziehungsweise die von den von Exception abgeleiteten Klassen abgeleitet sind und so weiter. Eine Exception wird in einer Methode geworfen und in der Methode, die diese aufruft, gefangen oder weitergereicht. Eine einfache, nur beispielhafte Methode, die als Parameter einen Kleinbuchstaben erwartet und den zugehörigen Großbuchstaben zurückliefert. Am Ende des Videos zu primitiven Datentypen wird erläutert, dass der hier zurückgelieferte Ausdruck tatsächlich den Großbuchstaben berechnet, der zum Kleinbuchstaben in Parameter klein c gehört. Hier das erste Neue. Mit Schlüsselwort throws am Ende der Signatur einer Methode wird angekündigt, dass diese Methode Exceptions wirft. Nach throws steht die konkret geworfene Klasse oder, durch Kommas getrennt, die konkret geworfenen Klassen. In diesem Beispiel wird nur eine einzige Exception-Klasse hier deklariert, nämlich die Basisklasse Exception selbst. Wir werden später Beispiele mit mehreren Exception-Klassen sehen. Der boolsche Ausdruck in dieser if-Abfrage ist wahr genau dann, wenn das Zeichen in klein c kein Kleinbuchstabe ist. In diesem Fall würde die Methode natürlich ein Unsinnsergebnis zurückliefern. Das ist eine typische Situation, um eine Exception zu werfen. Mit Schlüsselwort throw wird eine Exception nun tatsächlich geworfen. Eine Exception ist ganz konkret ein Objekt der gewählten Exception-Klasse und muss daher mit new erst erzeugt werden, bevor sie geworfen werden kann. Klasse Exception hat einen Konstruktor mit einem String als Parameter. Damit können wir der Exception eine Botschaft mit auf ihren Weg geben. Beachten Sie, dass das throws oben in der Signatur und das throw in der Anweisung zwei verschiedene Schlüsselwörter sind. In der Signatur der Methode, genauer gesagt in der throw-Klausel, wird gesagt, welche Exception-Klassen geworfen werden dürfen. In der throw-Anweisung wird dann ein Objekt einer dieser Klassen geworfen. In diesem kleinen Beispiel ist nur eine Exception-Klasse deklariert und ein Objekt von der wird auch geworfen. Was passiert hier eigentlich bei Programmausführung? Mit einer Throw-Anweisung wird wie mit einem Return der Ablauf der Methode sofort beendet. Im Unterschied zu Return wird kein Wert zurückgeliefert, sondern das in der Anweisung erzeugte Exception-Objekt wird geworfen. Was das eigentlich heißt, wird klarer, wenn wir uns jetzt ansehen, wie die geworfene Exception dann gefangen wird. Das geschieht, wie gesagt, in der Methode, von der aus die Methode toUpperCase aufgerufen worden ist. Diese Methode schauen wir uns als nächstes an, genauer gesagt nur einen Ausschnitt, der den Aufruf der Methode toUpperCase enthält. In klein x wird der Parameterwert für den Aufruf von toUpperCase gespeichert. Der ist aber dummerweise kein Kleinbuchstabe. In klein y soll eigentlich der Großbuchstabe zu klein x gespeichert werden. Das wird natürlich schief gehen, da in klein x nun einmal kein Kleinbuchstabe steht. Hier ist der Aufruf. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass abc eine Variable von der Klasse ist, in der die Methode toUpperCase definiert ist. Methode toUpperCase wäre normalerweise static deklariert und könnte und sollte dann auch mit dem Namen der Klasse aufgerufen werden. Aber dann hätte die ganze Signatur von toUpperCase auf den vorhergehenden Folien nicht in adäquater Schriftgröße auf eine Zeile gepasst. Wenn für eine Methode deklariert ist, dass sie potenziell Exceptions wirft, egal von welcher Exception-Klasse, dann kann diese Methode nicht einfach so aufgerufen werden, sondern der Aufruf muss in einen Try-Block wie hier. In einem solchen Try-Block könnten auch mehrere Methoden aufgerufen werden, die Exceptions werfen, aber auch zusätzlich beliebig viele andere Anweisungen stehen, die keine Exceptions werfen. Wenn nun ein Methodenaufruf im Try-Block eine Exception wirft, dann ist erstens die Ausführung der Methode selbst sofort beendet, aber ebenfalls sofort beendet ist auch der gesamte Try-Block. Wenn Methode toUpperCase keine Exception wirft, dann wird diese Schreibausgabe unmittelbar danach ausgeführt und nach dem Catch-Block geht es weiter. Wirft Methode toUpperCase hingegen eine Exception, dann wird die Schreibanweisung nicht ausgeführt und es geht mit dem Catch-Block weiter. Ein Try-Block kommt nie allein,
sondern immer mit einem oder manchmal auch mehreren Catchblöcken, die unmittelbar danach kommen. Dazwischen dürfen Whitespaces kommen, wie sie im Video zu syntaktischen Bestandteilen eingeführt werden, sonst darf nichts dazwischen sein. Das ist die Stelle, an der die geworfene Exception wieder auftaucht. Die geworfene und gefangene Exception bekommt hier einen Namen. Wir nehmen den vielleicht etwas fantasielosen, aber häufig gewählten Namen exc. Die Anweisung im Catchblock, in diesem kleinen Beispiel nur eine Anweisung, werden genau dann ausgeführt, wenn im Try-Block eine Exception geworfen wurde. Wurde im Try-Block keine Exception geworfen, dann wird der gesamte Catch-Block ohne Effekt einfach übersprungen. Klasse Exception hat eine Methode getMessage, die genau den String zurückliefert, den wir dem Objekt im Konstruktor eben mitgegeben haben. Als wir uns den Konstruktor eben angesehen haben, hatten wir diesen String die Botschaft genannt, die dem Objekt mitgegeben wird. Message ist das englische Wort für Botschaft. Wir sehen schon an diesem kleinen Beispiel ganz gut, wofür Exceptions da sind. In der Ausführung einer Methode kann eine Ausnahmesituation auftreten, mit der diese Methode nicht umzugehen weiß. Dann beendet sich diese Methode sofort und delegiert das Problem an die aufrufende Methode, indem eine Exception geworfen wird. Die aufrufende Methode fängt die Exception und behandelt im Catch-Block das Problem. Noch eine Nebenbemerkung zu Catch, der Vollständigkeit halber. Klasse Exception ist unmittelbar abgeleitet von einer Klasse namens Throwable und von Throwable ist noch eine weitere Klasse namens Error abgeleitet. Prinzipiell kann man nicht nur Exceptions, sondern allgemein Throwables fangen. Errors werden nicht von selbst gebastelten Methoden geworfen, sondern vom Laufzeitsystem. Errors zu fangen und zu behandeln ist aber nur etwas für Profis, das lassen wir hier aus. Wir fangen nur Exceptions. Eben haben wir beispielhaft mit der Klasse Exception gearbeitet. Eine mittelbar von Exception abgeleitete Klasse in der Java Standardbibliothek heißt Index Out of Bounds Exception. Falls diese Exception-Klasse geworfen werden soll, sieht alles genauso aus, nur dass der Name der Exception-Klasse ein anderer ist. Auch Klasse Index Out of Bounds Exception hat einen Konstruktor mit einem String-Parameter, der wieder die Botschaft ist. Wie beim Werfen der Exception hat sich auch beim Fangen der Exception nichts außer dem Namen der Exception-Klasse geändert. Klasse IndexOutOfBoundsException hat Methode getMessage von Klasse Exception geerbt. Jetzt haben wir gesehen, wie Exceptions verwendet werden, eben werfen und fangen. Nun schreiben wir unsere erste eigene Exception-Klasse. Eine Exception dieser Klasse soll geworfen werden, wenn ein bestimmtes Programmstück während der Geisterstunde ausgeführt wird. Wie gesagt, ist neben der Klasse Exception selbst jede Klasse genau dann eine Exception-Klasse, wenn sie von Klasse Exception mittelbar oder unmittelbar abgeleitet ist. In diesem Fall leiten wir unmittelbar von Klasse Exception ab. Für diese Exception-Klasse wissen wir schon, wie die Botschaft lauten soll. Daher brauchen wir einen Konstruktor ohne Argumente, der für jedes Objekt immer dieselbe Botschaft setzen soll. Und der ruft dafür den Konstruktor mit String-Parameter von Klasse Exception auf. Die Botschaft ist also, dass Geisterstunde ist. Und so können wir diese Exception-Klasse verwenden. Die hier gezeigte Methode soll die aktuelle Stunde zurückliefern, also beispielsweise die Zahl 15, falls die Methode im Zeitraum ab 15 Uhr, aber vor 16 Uhr ausgeführt wird. Aber der Entwickler dieser Methode ist abergläubisch und liefert die Geisterstunde nicht zurück, sondern wirft stattdessen eine Exception. Die Klasse Calendar im Package Java Util organisiert Zeitpunkte, bestehend aus Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde und Millisekunde. Zu Packages gibt es ein eigenes Video zusammen mit dem Thema Zugriffsrechte. Die Klassenmethode getInstance liefert ein Kalenderobjekt für den aktuellen Zeitpunkt gemäß Systemuhr zurück, auf das dann die Variable CAL verweist. Methode get erhält eine ganze Zahl, die das Zeitattribut identifiziert, dessen Wert zurückgeliefert werden soll. Attribut Hour of Day ist die Stunde im 24-Stunden-Modus. Kalender hat extrem viele Attribute.
Aus diesem Grund sind die Get- und die Set-Methode bei Calendar etwas anders konzipiert, als wir es bisher kennengelernt haben, nämlich das Attribut ist hier nicht im Namen der Get- und der Set-Methode einkodiert, sondern wird durch einen zusätzlichen In-Parameter angegeben. Stunde 0 ist die Stunde ab Mitternacht, also die Geisterstunde. Wenn die aktuelle Uhrzeit in der Geisterstunde liegt, dann wird wie geplant eine Geisterstunde-Exception geworfen. Wie wir schon gesehen haben, ist die Parameterliste des Konstruktors leer, da die Botschaft im Konstruktor festgelegt ist. Außerhalb der Geisterstunde wird, wie der Name der Methode schon sagt, die aktuelle Stunde zurückgeliefert. So würde ein Programmstück aussehen, in dem die Methode aktuelle Stunde aufgerufen und die Exception gefangen wird, völlig analog zu den vorherigen Beispielen. Wir nehmen wieder der Einfachheit halber an, dass ABC eine Variable der Klasse ist, zu der die Methode aktuelle Stunde gehört. Die Art von Exception, die hier geworfen werden kann und daher zu fangen ist, ist eben die Geisterstunden-Exception. Methode getMessage liefert die Botschaft, mit der wir im Konstruktor von Geisterstunden-Exception den Konstruktor von Exception aufgerufen hatten, also den Satz "Es ist Geisterstunde". Eine Methode kann auch Exceptions von mehreren Exception-Klassen werfen. Diese Exception-Klassen werden alle, durch Kommas getrennt, hinter das Schlüsselwort Throws geschrieben. Hier wird die Botschaft für die erste Exception-Klasse zusammengebaut. Wenn der Parameter nicht im Bereich 0 bis 23 liegt, also nicht die Nummer einer Stunde ist, dann wird eine Index-Out-of-Bounds-Exception geworfen. Zur Geisterstunde wird dann eine Geisterstunde-Exception geworfen. Der Sinn davon, verschiedene Exception-Klassen zu werfen, wird hier deutlich. Die Exception-Klasse sagt schon aus, welche Art von Ausnahmesituation aufgetreten ist. Falls weder der eine noch der andere Ausnahmefall eintritt, macht die Methode das, was sie eigentlich tun soll, nämlich den Wert des Parameters auf den Bildschirm zu schreiben. Umgekehrt können dementsprechend auch mehrere Exception-Klassen separat voneinander gefangen werden. Wir rufen wieder die genaue Stunde ab. In diesem Fall wissen wir, dass Index-Out-of-Bounds-Exception garantiert nicht auftreten wird, denn die aktuelle Stunde ist immer ein Wert zwischen 0 und 23, jeweils inklusive. Die Methode printStunde, die wir eben implementiert haben und die zwei verschiedene Exception-Klassen wirft, wird nun in einem Try-Block aufgerufen. Zu jeder der beiden Exception-Klassen gibt es einen eigenen Catch-Block, in dem jeweils implementiert wird, was im Falle dieser Exception passieren soll. Die mit Throw geworfenen Exception-Klassen müssen nicht exakt diejenigen sein, die explizit mit Throws deklariert sind. Zum Beispiel könnte für die Methode printStunde anstelle der beiden tatsächlich geworfenen Exception-Klassen einfach die gemeinsame Basisklasse Exception deklariert sein. Die allgemeine Regel ist: Für jede tatsächlich geworfene Exception-Klasse muss entweder diese selbst oder eine unmittelbare oder mittelbare Basisklasse deklariert sein. Exception ist eine Basisklasse für beide tatsächlich geworfenen Klassen, also deckt die Deklaration von Klasse Exception in der Throws-Klausel beide tatsächlich geworfenen Exception-Klassen ab. Auch hier zeigt sich wieder das allgemeine Prinzip, dass hinter einer Variablen der Basisklasse immer ein Objekt einer unmittelbar oder mittelbar abgeleiteten Klasse stecken kann. Die gefangenen Exception-Klassen wiederum müssen weder 1 zu 1 den deklarierten noch 1 zu 1 den tatsächlich geworfenen Exception-Klassen entsprechen. Bei der Geisterstunden-Exception wählen wir in diesem Beispiel eine 1 zu 1 Korrespondenz. Aber bei der Index-Out-of-Bounds-Exception gehen wir zur Illustration anders vor. Die Klasse Runtime-Exception ist das Bindeglied zwischen Klasse Exception und Klasse Index-Out-of-Bounds-Exception. Das heißt, Runtime-Exception ist unmittelbar von Exception abgeleitet und Index-Out-of-Bounds-Exception ist unmittelbar von Runtime-Exception abgeleitet. Also, wenn wir explizit Runtime-Exception fangen, dann fangen wir implizit auch Index-Out-of-Bounds-Exception. Würde Methode printStunde auch Runtime-Exception oder andere von Runtime-Exception abgeleitete Exception-Klassen werfen, würden diese ebenfalls durch diesen Catch-Block gefangen. Da für Methode printStunde deklariert ist, dass Klasse Exception geworfen wird,
muss auch jede Exception gefangen werden, die von Klasse Exception oder irgendeiner unmittelbar oder mittelbar von Klasse Exception abgeleiteten Klasse ist. Zwar wissen wir, dass es keine anderen außer Geisterstunden-Exception und Index-out-of-bounds-Exception gibt, aber der Java-Compiler weiß das nicht und verlangt die vollständige Abdeckung. Eine kleine Variation des Beispiels, um noch einen weiteren wichtigen Aspekt zu illustrieren. Eine Exception kann ja potenziell auf mehrere Catch-Blöcke passen. In diesem Beispiel würde eine Index-out-of-bounds-Exception auf die drei gelb unterlegten Catch-Blöcke passen. Die allgemeine Regel ist, wenn eine Exception geworfen wird und mehrere Catch-Blöcke in Frage kommen, dann wird immer der erste in Frage gekommene Catch-Block ausgeführt, die anderen nicht. Daher ist es allgemein sinnvoll, so wie hier, die Catch-Blöcke so zu reihen, dass immer jeweils die abgeleitete Klasse vor der Basisklasse kommt. Noch eine letzte Variation unseres Beispiels. Es kann schon einmal vorkommen, dass die Catch-Blöcke für zwei verschiedene Exception-Klassen genau dasselbe tun sollen. Dann wäre es natürlich schlecht, wenn man zweimal exakt denselben Catch-Block hinschreiben müsste. Stattdessen gibt es, wie hier gezeigt, die Möglichkeit, zwei Exception-Klassen in einem Catch-Block zu verarbeiten. Dabei werden die Exception-Klassen durch senkrechte Striche voneinander getrennt. Bis jetzt wurden Exceptions in der aufrufenden Methode immer gefangen. Das ist aber nicht notwendig und auch nicht immer sinnvoll. Die aufrufende Methode, hier print aktuelle Stunde, kann die Exception auch ihrerseits weiterreichen an die Methode, die wiederum die Methode print aktuelle Stunde aufgerufen hat. Der Aufruf von print Stunde kann zwar eine Geisterstunde-Exception werfen, ist aber dennoch nicht in einem Try-Block, da die Exception nicht gefangen wird. Stattdessen deklariert die Methode print aktuelle Stunde ihrerseits die von print Stunde geworfene Exception. Jetzt muss die Methode, die print aktuelle Stunde aufgerufen hat, entweder die Exception mit Try und Catch fangen oder ihrerseits noch einen Schritt weiter reichen. Das geht natürlich nicht endlos so weiter. Es gibt immer eine alleroberste, zuerst aufgerufene Methode. Bei vielen Java-Interpretern wird eine Methode namens main mit exakt dieser Signatur dafür verlangt. Insbesondere gibt es keine Throws-Klausel. Das heißt, spätestens Methode main kann Exceptions nicht mehr weiterreichen, sondern muss jede Exception fangen und bearbeiten. Eine bestimmte Exception-Klasse aus der Java-Standard-Bibliothek und alle von ihr unmittelbar oder mittelbar abgeleiteten Klassen nehmen aber eine Sonderstellung ein. Eigentlich hatten wir gesagt, dass alle Operationen, die Exceptions werfen können, in drei Blöcke gehören, sodass alle möglicherweise geworfenen Exceptions dann auch gefangen werden. Es gibt aber eben diese eine Ausnahme. Exceptions vom Typ Runtime Exception müssen nicht gefangen werden. Dasselbe gilt für Exceptions von allen Klassen, die unmittelbar oder mittelbar von Runtime Exception abgeleitet sind. Das heißt insbesondere, Methoden, die nur Exceptions von diesen Klassen werfen, müssen nicht in einem Try-Block aufgerufen werden. Offensichtlich ist das eine gefährliche Lücke. Tatsächlich resultieren alle kontrollierten Programmabbrüche daraus, dass eine Exception dieser Art geworfen, aber nicht gefangen wurde. Wann immer das Laufzeitsystem den Lauf eines ihrer Programme abgebrochen hat, lag das an einer Runtime-Exception. Der Sinn dieser gefährlichen Lücke wird klarer, wenn wir uns einmal die Klassen in der Java-Standard-Bibliothek genauer ansehen, die von Runtime-Exception abgeleitet sind. Hier nur ein paar repräsentative Beispiele. Arithmetic-Exception wird geworfen, wenn ein arithmetischer Fehler auftritt, zum Beispiel eine Division durch Null. Wenn diese Exception gefangen werden müsste, dann müsste jede Division in einen Try-Block, denn jede Division könnte theoretisch diese Exception werfen. Ein typisches numerisches Programm wäre dann so gespickt mit Try und Catch, dass man den eigentlichen Code kaum noch lesen könnte. Eine Idee wäre, dass der Übersetzer das Fangen der Exception nur dort verlangt, wo der Übersetzer nicht selbst sehen kann, dass der Divisor garantiert nicht null ist. Aber schon dieses sehr einfache Beispiel demonstriert, dass der Übersetzer ganz schnell keine Chance mehr hat, irgendetwas zu sehen. Wir mit unserer menschlichen Draufsicht sehen hingegen sofort, dass der Divisor niemals null sein kann. Zurück zur Liste der von Runtime Exception abgeleiteten Klassen.
Class Cast Exception wird geworfen, wenn ein Downcast nicht geklappt hat. Ein Downcast klappt, wenn das Objekt entweder vom Zieltyp des Downcast oder von einem unmittelbar oder mittelbar davon abgeleiteten Typ ist. In diesem kleinen Beispiel kann klein b nach y1 konvertiert werden, weil das Objekt hinter klein b vom Zieltyp ist. Und bei klein d klappt es ebenfalls, weil der Typ z des Objekts vom Zieltyp y1 des Downcast abgeleitet ist. Bei klein a und klein c wird hingegen jeweils eine Class-Cast-Exception geworfen, weil die Objekte hinter klein a und klein c weder vom Zieltyp y1 noch von y1 abgeleitet sind. Das nächste Beispiel, Index-Out-of-Bounds-Exception, wird geworfen, wenn in einem Array oder String auf einen Index zugegriffen wird, der gar nicht existiert. Siehe das Video zu Arrays. Diese Exception wird außerdem von ein paar Klassen in der Java-Standardbibliothek geworfen. Der Name sagt es schon. Ein Objekt dieser Exception-Klasse wird geworfen, wenn wir versuchen, ein Array-Objekt einzurichten und dabei eine negative Länge angeben. Zum Schluss noch Null-Pointer-Exception. Wie der Name schon sagt, hat diese Exception etwas damit zu tun, dass man ja Variable von Klassen und Array-Typen auf den symbolischen Wert 0 setzen kann. Zum Beispiel wird eine Null-Pointer-Exception geworfen, wenn auf ein Attribut zugegriffen wird, obwohl die Variable den Wert 0 hat. Oder wenn in dieser Situation eine Methode aufgerufen wird. Analog bei Variablen von Array-Typen. Der Zugriff auf eine Komponente führt ebenfalls zum Wurf einer Null-Pointer-Exception. Ebenso der Zugriff auf das Attribut Length. Sogar bei Exceptions. Wird nämlich versucht, 0 anstelle eines Objektes zu werfen, so wird stattdessen eine Null-Pointer-Exception geworfen. Müsste Null-Pointer-Exception gefangen werden, dann müssten alle Anweisungen dieser Art in 3 Blöcke nebst Catch-Blöcken. Der Code wäre nicht mehr zu lesen. Zum Abschluss dieses Videos noch eine kleine Nebenbemerkung. Beachten Sie, dass diese Klassen sehr vorbildliche Beispiele dafür sind, dass alle Bezeichner möglichst selbsterklärend gewählt sein sollten.